Hallo, in diesem Video werden wir das Thema Alias in SQL behandeln. Was ist ein Alias? Mit Alias in SQL können wir Felder und Tabellen andere Namen vergeben. Wie das funktioniert? Das funktioniert mit dem Schlüsselwort as und das geht recht einfach. Zum Beispiel, nehmen wir an, ich will jetzt meine Feldnamen in Englisch darstellen. Das heißt, as und dann sage ich hier First Name. Und Quatsch, machen wir es in doppelten, das wäre viel besser. First Name. Und dann hier Surname. So, Nation bleibt, wie es ist. Und Fahrer. So, Tabellennamen erhalten keine Gänsefüßler, nur die Feldnamen. Und speichern und jetzt, wenn ich jetzt die Query laufen lasse, dann sieht man, ich habe jetzt hier die neuen Namen drin, die englischen Namen und den Tabellennamen merkt man in dem Fall nicht, das merkt man nur oder den Effekt sieht man nur, wenn man mit mehreren Tabellen arbeitet. Also in dem Fall arbeitet man hier eh nur mit einer Tabelle und deswegen sieht man den Effekt hier nicht. So, wenn ich jetzt auch noch sortieren will, dann nutze ich die neuen Felder, zum Beispiel Nation, dann Surname und dann First Name. Und speichern, Run Query. Und so habe ich dann das dort. Und auch hier das Where, also das heißt, es funktioniert jetzt alles nach den neuen Feldnamen. Mit den alten kann ich nichts mehr anfangen, weil ich habe die jetzt umbenannt. So, und das Where geht dann auch nach. Nehmen wir an, ich suche jetzt alle Fahrer, dessen Nachname mit A anfängt. Das heißt Surname, Like und dann A. So, und dann, wenn ich das jetzt run, dann habe ich dann diese ganze Geschichte. So, das funktioniert ja ganz gut. Man muss hier aufpassen, wir sind hier in SQLite und da funktioniert, und SQLite ist ziemlich tolerant in der Hinsicht, das funktioniert diese Abfrage ganz gut. In Datenbanksysteme wie Postgres oder SQL Server würde diese Abfrage nicht funktionieren. Da können wir auch das mal gleich anschauen. So, ich habe jetzt hier die Abfrage laufen lassen und ich habe hier ein Problem. Surname, da hat das Problem mit Surname. Er sagt, Surname existiert gar nicht. Er erkennt das Surname nicht. Und dasselbe Problem würde ich auch in einem SQL Server erhalten. Ich bin hier in Postgres. Und dasselbe Problem würde ich im SQL Server erhalten. Und das Problem liegt daran, wenn man in den meisten Datenbanksystemen, es wird zuerst das Select genommen, und zwar das reine Select, ohne diese neuen Namen. Und dann erst kommt das Where. Und von daher erkennt das Where nicht irgendwelche Änderungen, die man an dem Select gemacht hat. Das Order. Dem Order stört das gar nicht, deswegen erkennt das Order. Wenn ich jetzt hier das wegmache, wenn ich das hier jetzt auskommentiere und die Abfrage laufen lasse, sieht man, dass Order überhaupt keine Probleme hat mit den neuen Namen. Weil das Order ist ganz zuletzt, das wird ganz zuletzt bewertet. Allerdings das Where, das nimmt das reine Select ohne diese neuen Namen und die neuen Namen kommen erst nachträglich in der Sache. Das heißt, der Stand von dem Where ist immer auf Basis des alten, des vorigen Stand. Und der vorige Stand ist die alten Felder. Und deswegen erkennt Where gar nicht die neuen Felder. Und das können wir hier mal ausprobieren. Wenn ich hier jetzt mache Nachname, dann geht die Abfrage ganz gut. Ja? Aber nicht mit dem neuen Feld. Jetzt, es gibt hier zwei Alternativen, wie man das machen kann. Entweder man macht das so, aber dann wird das sehr konfus, weil dann erkennt man ja nicht mehr, oh, Nachname, Surname, wird sehr konfus. Deswegen hier, man kann das so lassen, man nimmt Surname, man lässt das so und man verpackt dann diese Abfrage in einer äußeren Abfrage. Das heißt, man macht das so, man geht hier Select, Stern, From und dann kommt eine Klammer und dann das hier wird dann in einer ein bisschen reingerückt, nur um das besser darzustellen. Und so sieht man jetzt, habe ich diese Hauptabfrage in einer externen Abfrage verpackt
Und diese App, externe Abfrage, kann ich auch einen Namen geben. Und jetzt würde das funktionieren, weil jetzt jetzt bezieht sich das Where auf das äußere Select. Und da wird alles, ist alles schon fertig gerichtet, sind die neuen Namen schon fertig gerichtet. Und deswegen wird jetzt in dem Fall Surname erkannt. Ja, und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann wäre das auch kein Problem. Auch wenn ich jetzt hier Tabellennamen zu den Feldern hinzufügen will, dann ist es die Tabelle extern. Die Tabelle extern gibt es nicht physisch, sondern das ist einfach auf Basis von was immer hier drin innerhalb der Klammer erstellt wurde. Ja, und deswegen hier die Tabelle in dem Fall wäre extern.surname. Und wenn ich das laufen lasse, habe ich denselben Effekt hier wieder. Ja, also diese extern ist eigentlich keine richtige physische Tabelle, sondern ein sogenannter View, den man erstellt hat anhand von dieser inneren Abfrage. Ja? Und das Ganze ist in das Ganze, die Hauptabfrage eigentlich ist innerhalb dieser Klammern verpackt. Und dasselbe hier, das hier ist der normale Weg, den man machen muss, wenn man mit Aliase arbeitet, indem man die Abfrage mit den Aliase innerhalb einer externen Abfrage verpacken. Dasselbe würde dann in SQLite funktionieren, obwohl es in SQLite nicht notwendig ist, aber das ist der empfohlene Weg, wie man mit Aliase arbeitet. Und hier sieht man, ich habe das jetzt dieselbe Abfrage in dem SQLite hinzugefügt, speichern und Run Query, geht das auch ganz normal. Ja, und man kann hier dann auch einen anderen Buchstaben nehmen, speichern und man sieht, die Query geht ganz gut. Ja? Deswegen hier muss man immer aufpassen mit Aliase. Wenn man mit Aliase arbeitet, alles kein Problem, bis auf die Wares. Wenn man mit Wares arbeiten will, dann muss man diese Abfrage mit den Aliase innerhalb einer externen Abfrage verpacken oder externer View sozusagen.